Hallo, ich bin Patrick und ich zeige euch jetzt, wie man die Ballistic Control Ringe für das Ranger 4 an der Waffe montiert und was man dabei beachten muss. Also hier haben wir die ballistischen Kontrollringe, die so aussehen. Und es gibt insgesamt 5 verschiedene Ringe, die an 5 verschiedene Flugbahnkurven angenähert sind. Und es gilt jetzt für uns herauszufinden, welche Flugbahnkurve die nächstmögliche von unserer Waffe zu einem Ring ist. Ganz wichtig dafür ist, dass wir jetzt erstmal die Geschwindigkeit von unserer Kugel an unserer Waffe messen, um über den Sarko Ballistikrechner eben diese Flugbahnkurve herauszufinden und dann abzugleichen, welcher Ring für unsere Waffe, für unsere Munition am besten passt. Deswegen machen wir jetzt einmal 3 Schuss, um unsere mittlere Geschwindigkeit herauszufinden und dann schauen wir, welcher Ring am besten hierfür funktioniert. So, für diese Waffe haben wir jetzt eine mittlere Geschwindigkeit von 817 Meter die Sekunde gemessen und geben diese Geschwindigkeit jetzt in den Sarko Ballistikrechner ein, um zu gucken, welche Flugbahn wir tatsächlich mit unserem Geschoss haben. So, die Tabelle, die wir jetzt erhalten, die vergleichen wir mit der Ringtabelle, die bei den Ringen mit dabei liegt und schauen, welcher Ring die ähnlichste Flugbahnkurve zu unserer tatsächlichen Flugbahn hat. So, wenn wir die beiden Tabellen jetzt vergleichen, sehen wir, dass der Ring mit der Nummer 3 die nächstmöglichste Flugbahn zu unserer tatsächlichen Flugbahn hat. Und diesen Ring 3 werden wir jetzt montieren. So, zunächst müssen wir jetzt die Kappe, die sich noch auf dem Zielfernrohr befindet, mit dem mitgelieferten Werkzeug abdrehen. Wichtig ist jetzt hierbei, weil wir die Waffe ja schon eingeschossen haben, dass sich der Turm nicht mehr bewegt. Das heißt, wir halten den Turm fest und drehen die innere Kappe mit dem Werkzeug vorsichtig lose. So, jetzt können wir die Kappe mit dem inneren Ring abnehmen und durch unseren Ring Nummer 3 ersetzen. So, wir setzen jetzt den Ring Nummer 3 genau mit dem Strich der 100 auf die Markierung, welche auf unserem Zielfernrohr ist, und schrauben jetzt wieder mit dem Werkzeug und im inneren Ring die Kappe fest. So, jetzt ist unsere Kappe fest montiert und wir können unsere Flugbahn mit unserem ballistischen Ring ausgleichen.